Wir sind zurück und haben eine sehr harte These für Sie. Die lautet nämlich, Deutschland verblödet. Ich bin sehr gespannt. Verblödet habe ich nicht gesagt. Wie haben Sie es denn gesagt? Ich habe es ein bisschen vorsichtig gesagt. Die Bildungsnation Deutschland, die ehemalige Bildungsnation Deutschland ist im freien Fall. Mhm. Das Volk der Dichter und Denker. Fast wie verblödet, ein bisschen höflicher. Aber unpädagogisch. Hätte ich zu meinen Schülern nie gesagt. Ja. Außerdem, es gibt keine dummen Schüler, sondern es gibt nur einseitig Begabte. Es gibt auch keine faulen Schüler, sondern nur Demotivierte. Es gibt keine verhaltensgestörte Kinder, sondern nur sozial Herausfordernde und Verhaltenskreative. Also man kann das alles schön ummanteln. Ja. Also die Bildungsnation ist im freien Fall. Und jetzt, normalerweise halte ich darüber 90 Minuten Vorträge. Ich versuche es mal in 90 Sekunden hinzukriegen, wenn ich so viel kriege. Wir haben totale Schieflagen. Hier den großen Standortvorteil über Jahrzehnte hinweg berufliche Bildung. Qualified made in Germany. Dort die akademische Bildung. Das ist aus dem Lot geraten. Wir haben im Moment 2021, jüngste Zahlen, doppelt so viele Studienanfänger wie vor 25 Jahren. Wir haben seit 10 Jahren mehr Studienanfänger als junge Leute, die eine berufliche Ausbildung anfangen. Wir haben in Deutschland 18.000 Studienordnungen und 300 Berufsbildungsordnungen. Da ist einfach was schief. Wir steuern in eine Pseudo-Akademisierung hinein und es fehlen uns Fachkräfte im Bereich der beruflichen Bildung. Da braucht man sich dann nicht zu wundern. Ich nehme jetzt mal die jüngste Schulleistungsstudie, in dem Fall bezogen auf 10-Jährige, auf Grundschüler her. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn hier das Niveau, und da fängt der Bildung erst so richtig an, dann in die weiterführende Schule hinein. Da braucht man nicht zu wundern, dass wir im Grundschulbereich seit mindestens 20 Jahren bereits zurückfallen. Und da stinkt es mir, sage ich jetzt mal ganz deftig, wenn man sich dann seitens der Kultusministerkonferenz oder der Bundesbildungsministerin, den Sachen Bildung ja Gott sei Dank sowieso nichts zu sagen hat, hinstellt und sagt, ja, das hat mit Corona zu tun. Okay, natürlich hat Corona wehgetan. Und wenn einem 10- oder 12-Jährigen innerhalb von 2 Jahren oder 2,5 Jahren Corona 500, 600, 700 Stunden Präsenzunterricht nicht unterrichtet werden, dann kann ich das auch nicht mit Fernunterricht und mit Laptopunterricht und so weiter gut machen, vor allem bei den Jungen nicht. Ja. Also, es fehlt von daher Grundschulstudie nochmal, jetzt begründet mit Abfall durch Corona. Wir wissen seit den Nullerjahren, dass unsere Grundschulen zurückfallen. Weil die Leistungsansprüche runtergefahren werden? Da habe ich nämlich noch einen Punkt. Weil der Migrantenanteil immer größer wird? Nehmen wir mal das Beispiel Leistungsanspruch. Ja. Wie finden Sie es denn, dass in Grundschulen da Noten abgeschafft werden sollen? Oder sogar in manchen Halte ich für falsch. Ich halte es für richtig, was die meisten Bundesländer praktizieren, dass in den ersten beiden Jahren es noch keine Ziffernoten gibt. Aber ich bin dafür, dass dann 8-Jährige, 9-Jährige schon langsam auch an solche Maßstäbe behutsam herangeführt werden. Ja. Ich bin auch dafür, dass sie wirklich geprüft werden, dass sie auch mal eine Seite Text schreiben müssen und nicht einen Multiple-Choice-Test in Deutsch ausfüllen oder Text, Lückentexte auch kaum noch zustöpseln ja, und so weiter. Gleichzeitig lügen wir uns in die Tasche, indem die Noten immer besser werden. Die Leistungen werden schwächer. Und die Abiturnoten werden immer besser, übrigens auch in meinem Bundesland. Auch in meinem Bundesland. Sodass ich mittlerweile, das weiß der liebe Professor wahrscheinlich besser zu beurteilen, wenn ich mir anschaue, dass viele Universitäten für Studienanfänger Liftkurse machen, ja, dass ich als einer, ich sag's nochmal, der 22 kurz, Abiturjahrgänge, bin ich bei Sekunde 87, der 22 Abiturjahrgänge zum Abitur geführt hat, mittlerweile auch mit Blick auf meine eigenen Leute, die ich zu betreuen hatte und zu führen hatte, mittlerweile unterscheide zwischen Studierberechtigung und Studierbefähigung. Da lügen wir uns in die Tasche. Wir geben ungedeckte Schecks aus und betrügen eigentlich mit tollen Noten und tollen Zeugnissen die jungen Leute. Ich wusste, dass du jetzt mich meinst. Ich wusste genau, du denkst bestimmt, was hat dich getroffen bei diesem fehlenden Schulsystem? Nein, sprich. Was haben Sie denn für Abiturnote? Haben Sie gedient? Wissen Sie, dass ich Abitur habe, aber mein Durchschnitt sage ich Ihnen nicht, weil nachher fallen Sie denn in Ohnmacht. Das will ich Ihnen nicht zumuten. Jetzt frag deine Frage. Meine Frage war ehrlich gesagt darauf bezogen. Wie gut warst du in der Schule? Nee.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, gar nicht so schlecht. Du warst gar nicht in der Schule. Nee, doch, ich war in der Baumschule. Nein. Aber meine Frage ist eher mit dieser Angst vor Noten. Hatten Sie denn beispielsweise jemals Angst vor Noten? Also ich sag dir etwas. Meine Schulzeit war eigentlich die schlimmste Zeit überhaupt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in der Schule eigentlich nichts gelernt habe. Und da wäre ich sogar bei ihm, weil ich auch glaube, dass die meisten Sachen, die ich so gelernt habe in der Schule, mir heute nichts gebracht haben. Und ich glaube auch, dass heute fehlende Bildung auch kommt daher, weil natürlich auch so ein bisschen, also ich spüre das in meinem Umfeld, auch bei jüngeren Leuten, dass auch meistens die Eltern, ich komme aus einer Familie, da wurde Bildung war Standard, also auch in die Oper gehen und lesen. Und ich meine, es gibt heute Leute, die halten Wagner für eine Pizza, aber das ist ein Komponist. Also ich meine, das wird halt immer schwieriger alles. Und ich glaube, das ist schon wahr. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich auch glaube, wenn ich überlege, was ich so in der Schule hatte, was ich da so gelernt habe, was ich dann wirklich gebraucht habe, aber ich glaube, da braucht es auch so ein bisschen Reform, dass wir ein bisschen was anderes machen. Aber ich glaube auch, und da stimme ich Ihnen auch zu, das Problem ist natürlich auch, dieser Fachkräftemangel, den wir ja überall feststellen, kommt auch dadurch, durch diese, das Wort war so schwierig, wieder Akademisierung. Pseudo-Akademisierung. Ja, habe ich sogar verstanden. Und jetzt wird nicht gelacht drüber. Ich sehe schon, du denkst wieder, ich habe das nicht verstanden. Doch, ich habe es verstanden. Nein, ich halte hier ganz viel von Ihnen. War meine Antwort gut oder hat sie nicht gereicht? Die war definitiv ja, gut. Mir gefällt sie. Ja, sehr. Herr Bolz, sind denn auch die Medien schuld an dieser Verdummung als Medienwissenschaftler? Das halte ich für eine naive These. Die wird zwar gerne benutzt und ich bin ja auch, wie Sie wissen, gerne immer bereit, den Medien auch Mitschuld an irgendwelchen bedauernswerten Zuständen in unserem Land zu geben. Aber gerade in dem Zusammenhang sehe ich das nicht. Also diese Vorstellung, dass viel Fernsehen oder was auch immer oder ständig im Internet sein, dass das die Leute verblödet, ich glaube, das ist eine längst überholte Vorstellung. Im Gegenteil, also gerade die digitalisierten Medien, also die internetbasierten, die computergestützten Medien, sind fantastische Möglichkeiten, die ich jeden Tag nutze, die meine Kinder tagtäglich nutzen. Man kann sich das Leben, gerade auch ein intellektuelles Leben, ohne diese Medien gar nicht mehr vorstellen. Und selbst im Fernsehen gibt es vernünftige Sendungen. Man muss zwar suchen, aber es gibt sie. Reisert. Also Arte. Ja, es gibt solche Sendungen. Aber ich glaube, das Problem, das Herr Kraus benannt hat, das kann man wirklich sehr, sehr gut ausdifferenzieren. Denn es ist einerseits richtig, dass durch die Absenkung der Standards, die natürlich auch Gründe haben. Also man will nicht auch zugeben, dass es unendlich viele Leute gibt. Also es ist populistische Politik. Ja, genau. Ja. Das muss man zugeben. Das hat auch seine Hintergründe. Aber diese Absenkung der Standards hat natürlich eine verheerende Auswirkung. Also zusammengefasst: Es darf keine Dummen mehr geben. Es darf keine Dummen mehr geben. Und da spielen die Noten jetzt eine Schlüsselrolle. Also natürlich, dass viel zu gute Noten gegeben werden, auch bei uns in der Uni, ist auch ein Riesenproblem. Aber dass überhaupt keine Noten gegeben werden, ist deshalb eine Katastrophe, weil die Note die einzig realistische Information ist, die ein Schüler über seine Leistungen kriegen kann. Nicht? Also das da drum herum zu reden und da irgendwie das schön zu reden, ist eine Strafe für die Kinder selber. Also man tut denen nichts Gutes, wenn man glaubt, sobald man ihnen eine 6 gibt, kriegen sie eine schwere psychische Störung. Überhaupt, glaube ich, ist das eins der Grundmissverständnisse im Umgang mit Kindern und auch jungen Leuten, dass man denkt, die werden ständig traumatisiert, wenn man sie mal kritisiert oder wenn man sie darauf hinweist, dass sie was falsch machen. Ganz im Gegenteil.